Fähigkeiten ab, fernzuhalten, dann wird das da an diesem Tag rauskommen. Und wenn dein Leben Musik und Götzendienerei, Unglauben und Schlechtes war, wird das rauskommen. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beibrachte, wird derjenige, so wie er gelebt hat, so wie du gelebt hast, wirst du sterben. Und so wie du stirbst, wirst du Yawm al-Qiyamah zu Allah geschickt. Deswegen versuche, dass dein Leben, und wenn es nicht das war, was vorbeigegangen ist, was schon vorbei ist, dann lasse das so sein, das, was in deinem Leben noch übrig ist, dass du gute Taten machst, dass du zu Allahs Dienern gehörst, dass du Allah Azza wa Jalla anbetest mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und wenn du das machst, auch wenn es eine kurze Zeit ist, dann wirst du inshallah als Gläubiger sterben. Der Gläubige wird dann gefragt, was ist dein Wissen? Und er wird antworten, ich las das Buch Allahs. Ich las das Buch Allahs und habe daran geglaubt. Dann kommt ein Ruf und dann wird gesagt, meine Diener oder mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Er war ehrlich, er hat die Wahrheit gesprochen. So deckt sein Grab mit Teppichen und Tüchern aus dem Paradies und macht ein Fenster auf und macht ein Fenster auf, damit er ins Paradies schauen kann und damit durch dieses Fenster ihn die schönen Düfte vom Paradies erreichen. Und ihr kennt auch in einer anderen Überlieferung ähnlich, dass jeder Diener, jeder Mensch, der ins Grab kommt, für ihn werden zwei Fenster geöffnet. Wenn derjenige ein Gläubiger war, dann wird zuerst das Fenster zu Höllenfeuer aufgemacht. Und man wird zu ihm sagen, die Engel werden zu ihm sagen, das wäre deine ewige Bleibe, wenn du ungläubig gewesen wärst. Wenn du Atheist gewesen wärst, wenn du Allah Azza wa Jal beigesellt hast, wenn du gesagt hast, dass Allah einen Sohn hat, dann wird das deine ewige, wäre das deine ewige Bleibe. Und dann wird dieses Fenster geschlossen. Für Ewigkeit geschlossen. Und dann wird er ein Fenster zum Paradies geöffnet. Und dann wird zu ihm gesagt, und das wird deine Bleibe sein. Weil du an Allah geglaubt hast. Weil du Allah alleine angebetet hast. Und keinen außer ihm. Der Prophet sagte dann weiter. Dann kommt ein Mann. Ein Mann mit ganz hübschem Gesicht. Mit einem super Aussehen. Mit einer frohen Botschaft in seinem Gesicht. Mit Lächeln und schönen Düften. Und dann wird der Mann sagen, der Sterbende oder der Tote wird dann sagen zu diesem Mann, wer bist du? Dein Gesicht ist ein schönes Gesicht, das eine frohe Botschaft mit sich bringt. Dieser Mann wird antworten, Ana amaluka salih. Ich bin deine gute Tat. Ich bin dein Gebet. Ich bin dein Hijab. Ich bin dein Schleier. Ich bin dein Dschihad, ich bin deine Spende, ich bin dein Nachtgebete, ich bin dein Gedenken an Allah, ich bin dein Fasten und deine Pilgerfahrt, ich bin dein Tawhid, dass du Allah alleine angebetet hast. Und das ist der Tag, an dem du fest geglaubt hast, der ist jetzt gekommen. Und er wird zu ihm sagen, ich werde immer bei dir bleiben. Der Gläubige wird sich dann freuen. Er wird sich freuen über diesen Augenblick, wenn er das Paradies sieht und die frohe Botschaft bekommt. Und dann wird er sagen, O Allah, lass die Stunde jetzt anfangen. Ja Allah, lass die Stunde jetzt anfangen. Er will sofort ins Paradies. Er freut sich auf die Begegnung mit Allah Azza wa Jal. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith überlieferte, in einer authentischen Überlieferung, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der die Begegnung mit Allah liebt und sich darauf freut, auf dessen Begegnung freut sich Allah. Und derjenige, der sich auf die Begegnung mit Allah hasst, mit dem hasst es auch Allah, sich zu begegnen. Oder mit dem wird sich Allah auch nicht freuen über seine Begegnung. Aber wenn der Kafir
der Ungläubige, der Atheist, nicht andersgläubig, ungläubig, der Atheist und der Götzenanbeter, wenn der stirbt, dann kommen Engel zu ihm herab. Dunkel, furchteintreibende Engel, mit ekeligen Tüchern, stinkenden Tüchern aus dem Höllenfeuer. Und dann kommt der Todesengel. Dann kommt der Todesengel und zieht die Seele von diesem Ungläubigen heraus. Wie wenn du einen Ast mit Dornen in nasse Wolle reinstecken würdest und es dann herausziehst. Die ziehen dann seine Seele heraus mit Gewalt. Und der Engel spricht gleichzeitig zu ihm und sagt zu ihm, komm heraus, du dreckige Seele, zornig. Und dann bleibt die Seele keinen Augenblick bei dem Todesengel, bis die Engel diese Seele, diese ungläubige Seele in die Tücher nimmt, in den stinkenden, dreckigen Tüchern aus dem Höllenfeuer. Und dann wollen sie damit in den Himmel steigen. Aber die Toren werden nicht geöffnet. Die Tore werden nicht geöffnet für die Ungläubigen im Himmel. Und die Engel werden sagen, wem ist diese ekelhafte, stinkende Seele? Und Allah sagt das auch in Surat Al-A'raf. La tufattahu lahum abwabu as-sama'. Die Tore der Himmel werden für die Ungläubigen nicht geöffnet. Wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Und die werden nicht ins Paradies gehen. Sie werden nicht ins Paradies gelassen. So wie ein Kamel nicht durch ein Nadelloch gehen kann. So ungefähr. Dann kommt diese ungläubige Seele ins Grab. Und dann kommen hässliche Engel. Ein hässliches Aussehen. Ein schreckliches Aussehen. Kommen und setzen ihn hin und fragen ihn, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und was sagst du über den Mann, der zu euch geschickt wurde? Der Ungläubige wird was antworten? Der weiß nicht. Der kann nicht antworten. Er kann nicht lügen an diesem Tag. An dem Tag, das ist der Tag der Wahrheit. Er wird sagen, er weiß nicht, was er antworten soll. Und dann wird ein Ruf kommen. Und es wird gesagt, er lügt. Er lügt. Bereitet für ihn Teppiche in seinem Grab aus dem Höllenfeuer. Und zieht ihn an mit Gewändern aus dem Höllenfeuer. Und dann wird für ihn, damit die Strafe noch härter ist, wird ein Fenster aufgemacht zum Paradies. Und dann wird zu ihm gesagt, das wäre deine Bleibe gewesen, wenn du Allah angebetet hättest, wenn du an Allah geglaubt hättest, wenn du ein Gläubiger gewesen wärst, wenn du den Islam angenommen hättest, wäre das deine Bleibe, deine ewige Bleibe. Und dann wird dieses Fenster geschlossen für alle Ewigkeit. Und dann wird das Fenster zur Hölle aufgemacht. Und dann wird zu ihm gesagt, das ist deine ewige Bleibe. Und dieses Fenster wird ewig offen bleiben. Und die Hitze wird rauskommen aus diesem Fenster in sein Grab. Wenn einer von uns jetzt am Grab ist oder vor einem Grab steht, wir fürchten uns schon. Wir haben schon Angst, gruselig, beängstigend, in einem Loch zu sein, alleine. Keiner wird dir helfen können. Nicht deine Familie,